Das hier ist Grete Holtenboom, die Landfrau aus der Grafschaft. Auch sie besucht jedes Jahr den historischen Feldtag. Ja, man muss es ja von Weitem sehen. Ja, ja, ist klar. Deswegen muss es ja groß sein. Und das ist jetzt auch ein Eicher? Ja. Okay. So ein kleiner 16 PS Eicher. Wie alt ist das jetzt genannt? War ja 1954. Na, das war ja gerade nach der Kriegszeit. Da hätte er sich eigentlich auch rot färben können, ne? Da hätte er ja nicht mehr so in die Soldatenmanier gehen müssen. Nee, da hätte er nicht mehr eingepasst. Nee, aber ja, Soldat ist ja grün und blau, vielleicht ist dann ja, schon also wieder was anderes. Ne? Also während der Arbeit grün, nach der Arbeit ist der Soldat blau. Okay? Ja, genau. Dann steht er vielleicht doch schon ein bisschen in Partyform mit Rot. Ja, ein bisschen was Kontrast muss ja dabei sein. Also, ja, das ist ja gar nicht. Ja. Oh. Und Eicher ist dann, wo kommt da eigentlich so der Ursprung weg? Eicher ist ja eine bayerische Marke, kommt aus Forstern. In Forstern wurden die Traktoren gebaut. Und in Dingolfing und Landau die Landmaschinen. Ah, der braucht das quasi, dass er auf die Berge steigt, ja? Ja. Und weil es hier so flach ist, habt ihr das hier so ihm nachgeahmt? Genau, das war damit er sich hier wohlfühlt. Ja, weil sonst, wenn ihr ihn hier hochstellt, der fällt mir ja auf der Wiese um. Ja, das ist ja langweilig. Das geht gar nicht. Genau, jetzt habe ich das verstanden. Der ist also bergtauglich, der Eicher. Nur bergtauglich? Nur bergtauglich. Was hat er denn für Sonderausstattung gegenüber anderen Trecker? Haben die da noch ein paar Funkschaltungen mehr, wenn man nee, so Funkschaltung gab es doch damals noch gar nicht. Ja, ich denke. Da gab es ja gerade erstmal Radio, da war es mit Fernsehen noch nicht mal so richtig. Ja, aber sagen wir mal, schaltungstechnisch haben die dann anders, was andere Trecker dann. Ihr habt dann für die damalige Zeit hat schon einen Drehzahlregler, dass er eben die Berge rauf und runter im gleichen Tempo fahren kann. Und ja, wir kennen ja die Berge nur vom Skifahren, ne? Ich habe, glaube ich, gerade schon gefragt, wenn ich jetzt auf den Trecker vielleicht oben bin, ob ich dann auch noch eine Herzform in der Pobacke kriegen könnte. Ne? Weil dann habe ich ja die Schwerkraft, ja, und wenn mir der Arsch schon vielleicht bis zu Knie hängt und ich kann das wieder nach oben kriegen, dann wäre doch was, ne? Ja, das müssen wir mal dann mit einem Spanker dran binden, dann können wir das schon durchrechnen. Das können wir mal durchrechnen, ne? Das wäre gar nicht so blöd. Ja, das ist ja, weil mein Masseur beschwert sich immer. Also die Pobacken, die könnten noch ein bisschen runder, ne? Ja, dann muss der Masseur mal sagen, er ist wieder an der falschen Stelle. Ja, also diese Silikondinger, also das ist ja ohne Gefühl, da wollte ich nicht mit bei, ne? Diese Schönheits-OPs. Ja, können wir sonst mal irgendwie so einen Trecker noch durchgehen? Hast du da noch sonst ein schnittiges Modell? Dieses ich habe leider nur ein Modell. Da muss ihr habt ein Modell, wieso? Das ist doch hier alles voll. Ist doch auch alles ja, Eicher, oder? Ich dir. Ach so, du hast nur eins. Ich bin nur da. Du hast nur das? Ich habe nur das da, weil das ist ein ganzer Sattelauflieger voll, das muss genügen. Wie alt ist denn dann die Idee mit diesem Rondell und wie ist das überhaupt entstanden? War mal auf der Kirmes und hat gesagt, so jetzt machen wir das mal mit dem Trecker? Nee, 1954 ist er das gebaut. Also 1951 hat der Eicher gesagt, sie müssen eine Werbung machen, damit sie ihre Traktoren verkaufen können. Aber das willst du mir doch jetzt nicht erzählen, das ist schon seit 1954, dieses Advertising. Ja, 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 dieses ganze Ding ist komplett so beieinander seit 1954. Das ist ja der Oberhammer. Das ist jetzt fast 60 Jahre. Das ist ja schon mal, das ist ja schon mal wirklich was. Weil damals gab es ja gar nichts. Da war eine Ausstellung, so wie es davor schaust. So haben die versucht, ihre neuen Traktoren zu verkaufen. Da hätte ich ein Patent drauf angemeldet. Da wäre ich ja für Tage schon. Ist ja alles mit dabei. Ja. Wir haben ja das alles gemacht. Ja, ja. Ha, witzig. Ja, also das war das Erste, was ich hier gesehen habe, als ich auf den Markt kam. Ja, ich denke, was ist Eicher? Ich kenne wohl eine Eiche, aber Eicher? Ich bin kein Traktorspezi, ich habe eine Cormac. Das ist ein Cormac, ja, war ja bei euch hier oben nicht so verbreitet, weil das ist ja mehr so in unserem Raum gewesen. Ja, so, und die war auch rot, weißt du? Ja, und auch das und passt Frau, auch zu Frauen, ne? Ja, ist besser, ja. Ja, farblich so allein. Wir waren natürlich in Bayern und da ist blau und mit dem weißen Rot. Ja, du hast jetzt Feierabend, genau. Ich habe Feierabend, ich bedanke mich. Ja. So verabschiedet man sich heutzutage? In Bayern. In Bayern, ja. Ist klar. Ja, wie man sich in Bayern verabschiedet, zeige ich dabei. Bei uns macht man das dann so, ne? Eins, zwei, drei. Tschüss. Tschüss. Da ist jetzt hier ein Regiestuhl. Nein, ein Treckersitz. Der hat hier so einen Knopf. Geht der auch noch nach hinten? Da musst du eben hier fragen. Nein. Ja? Machen Sie Ihren Heimatfilm? Stellen Sie mir den ein, muss ich mich hinsetzen? Geht das nach Gewicht? Ja. Dann platzt er gleich, pass mal auf. Es geht nach Gewicht, aber der platzt nicht bei Ihnen, da waren schon andere drin. Bin vielleicht schwerer als Sie, hören Sie mal. Ja, ich hab's gut versteckt. Probieren Sie mal. Ah, das war zu weit. Der war jetzt hier so, ne? So.
so. 30 Kilo. Ja, so. Das ist mein Gewicht hier. Super. Eicher, Originalersatzteile. So, meine letzte Chance. So. Ja, tschüss, ne? Alles Gute. Ja, danke.